Hallöchen, es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion, was denn auch sonst? Bereits Part 80, ist ja nicht zu fassen, aber es ist wahr. Im letzten Part habe ich Dharma aus Dreckhack gerettet und zu ihrer Mutter nach Korol zurückgebracht und in der Grauen Stute habe ich dann mit Valus Odil gesprochen und hier vor der Venoprüre warten auch schon seine beiden Söhne, weil die irgendwie Probleme haben, gewisse Kreaturen zu bekämpfen und er selber wollte aber nicht mitkommen, weil er eh schon relativ alt ist und nicht mehr so ein guter Kämpfer. So, hier haben wir hier Antus Odil. Warum ist Vater nicht hier? Er weiß doch, wie wichtig das ist. Was soll das heißen, er kommt nicht mit? Er hat euch gebeten, an seiner Stadt mitzukommen? Hat er denn gar keine Ehre? Hä, wieso? Also, hallo? So, Moment, das ist der andere. Das ist Ralus Odil. Ich fürchte, ich habe keine Zeit für eitles Geschwätz, mein Freund. Ich warte auf meinen Vater, Valus Odil. Habt ihr ihn zufällig in der Stadt gesehen? Ja, habe ich, aber was sind überhaupt hier für Kreaturen am Werk? Vor ein paar Tagen begannen sie, unseren Hof anzugreifen. Jetzt sind es mehr geworden und ich habe keine Ahnung, woher sie kommen. Es ist unsere Pflicht, die unseren zu schützen. Auch wenn andere nichts unternehmen, das hat Vater uns gelehrt und wir schrecken nicht vor einem Kampf zurück. Die Wachen behaupten, es gäbe keinen Beweis für die Kreaturen und rühren keinen Finger. Deshalb müssen wir die Sache in die Hand nehmen. Aha, naja, also zu deinem Vater, der kommt jetzt hier leider nicht mit, ne? Er kommt nicht mit uns. Ich glaube, ich verstehe. Und es ist besser, wenn er in Sicherheit bleibt. Mich wundert nur, dass er euch gebeten hat, an seiner Stadt zu gehen. Ihr würdet uns begleiten, obwohl euch dieser Kampf persönlich nicht betrifft? Eine ehrenwerte Tat. Dann nehme ich eure Hilfe gern an. Es hat keinen Sinn, noch länger hier zu warten. Folgt mir. Okay, so, die Quest hat sich aktualisiert, die beiden setzen sich in Bewegung und jetzt geht's eigentlich nur hier runter zum Odil-Bauernhof. Den habe ich schon mal gefunden, als ich hier zu Fuß lang gegangen bin. Der liegt direkt hier auf dem Weg und dort werden jetzt dann scheinbar diese Kreaturen auftauchen und ich muss ihnen halt helfen, sie zu vernichten. Gut, also ich kann eigentlich auch schon vorausgehen, die kommen sowieso automatisch dort an. Hier ein bisschen was pflücken, Natternkopfblätter. Was haben wir hier? Tigerlilie gibt's nichts. Blauer Eisenhut, Fliegenpilz. Wir werden ihr Blut im Namen unseres Vaters vergießen. Na sowieso. Gut, also da unten haben wir, wie gesagt, schon den kleinen Odil-Bauernhof mit einem auch eher kleinen Feld, aber genau da wird, wie gesagt, der Kampf dann stattfinden. So, direkt ins Haus kann ich ja eh nicht rein, vor allem wäre das ein Einbruch. Das würde den beiden ja sicher nicht gefallen. So, aber witzigerweise darf ich hier draußen alles pflücken, was es hier gibt. Es ist kein Diebstahl, weil die Hand, wie gesagt, nicht rot ist. Also hier zum Beispiel ein paar Brombeeren kann ich mir pflücken. Oder hier Karotten. Ja, ganz schön viele Karottenpflanzen. Salat, pfui. Wassermelonenranke, also eine Wassermelone, ein paar Tomaten. Und hier ein bisschen Rettich. Ach, hätte ich nur ein Rettich, dann wäre ich nicht so fettig. So. Kommt ihr jetzt auch bald mal hier runter hier? Die brauchen ja auch eine Ewigkeit. Kommt schon, macht Tempo, Jungs. Los. Ah, da sind sie ja schon. Also. Jetzt wird's knifflig. Wir sind am Odilhof angekommen. Ich muss Antus und Ralus Odil helfen, die Kreaturen zu bekämpfen, die ihren Hof heimsuchen. Ekliges Gekreuz. Konzentriert euch. Nehmt euch in Acht und seid vorsichtig. Antus, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Verteidigt euch. Hier kommen sie. So, jetzt passt auf. Jetzt kommen hier ziemlich viele
Ah, wo sind sie? Da, ziemlich viele Goblins! Natürlich, schon wieder. Immer wieder Goblins. So. Ich habe zum Glück hier mein Flammenschwert. Goblin-Berserker, das war noch nicht alles. Es kommen gleich mehr. Passt auf. Da kommen die nächsten. Das sind ziemlich viele. So, aber die haben, wie gesagt, keine Chance. Ich habe mir nämlich letztens noch mein Elfenschwert mit einem starken Flammenzauber verzaubert. Deswegen haut's die auch immer gleich aus den Latschen. So. So, hier. Goblin Buschräuber. Alter, voll der Buschmann. So, die Daedra sind besiegt worden. Ja, das verstehe ich auch nicht, diesen Text. Hier steht, die Daedra sind besiegt worden. Erstens sind es keine Daedra, sondern Goblins. Und dann steht hier, ich sollte zu Valus Odli zurückkehren und ihm darüber informieren, dass Anthus nicht überlebt hat. Hallo? Der ist doch noch da! Also die Quest ist leider ein bisschen verbuggt, zumindest von der Textart her. Aber wir haben es geschafft und es ist niemandem was passiert. Gehen wir zu meinem Vater und melden ihm unseren Sieg. Hahaha, wir haben sie besiegt. Wir haben sie alle niedergemetzelt. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie gut ich gekämpft habe? Natürlich, das meiste habe sowieso ich gemacht. Aber es sind ganz schön viele. Vor allem hier der ganz große Goblin-Buschrauber, voll der Buschmann, wie der aussieht. Das ist, glaube ich, auch die stärkste Variante eines Goblins. Der hat gerade mal einen Dietrich dabei, aber die ganzen Waffen, die hier rumliegen, will ich mir eigentlich noch aufsammeln. Was haben wir denn hier? Stahlstreitkolben. Dietrich und... Ah, der hat eine Stahlaxt dabei gehabt. Stahldolch, Lederschild. Ansonsten eher Goblin, Berserker und Scharmützler, weil ich ja doch schon relativ hochgelevelt bin. Lederschild, Stahldolch. Was haben wir hier noch? Quemeschild sogar und ein Stahlstreitkolben. Wo haben die das her? Das gibt's ja gar nicht. Nochmal. Zack, zack. Silberstreitkolben sogar. Dietriche. Ich brauche doch gar keine Dietriche mehr. So. Da das natürlich jetzt richtig kacke aussieht, dass hier die ganzen toten Goblins einfach so rumliegen, werde ich die natürlich jetzt wieder löschen. Ist eh ganz klar. So, disable und weg. Und hier die nächsten auch. So, dich, zack. Dich, zack. Nee, ich meine, das sieht einfach nur dumm aus. Die bleiben doch ewig hier liegen. Das geht doch nicht. Ich meine, das schaut doch voll dumm aus. Wie kann man denn hier die ganzen Leichen liegen lassen? Im echten Leben würde man die doch auch irgendwo entsorgen. Oder zumindest verbrennen oder keine Ahnung. Aber hier einfach so rumliegen, ist doch voll dumm. Gut. Also, hier ist noch einer. So, schwupps, weg. Waren jetzt hier draußen nicht noch welche? Ne, die sind alle eigentlich bis da reingekommen. Gut. Also wie gesagt, ich verstehe eins nicht an dieser Textbox. Also erstmal, dass da steht, dass Daedra besiegt wurden. Es waren keine Daedra, wie gesagt, es waren Goblins. Und eben dann noch der Blödsinn von wegen Anthus hat nicht überlebt. Das stimmt ja nicht, die haben beide überlebt. Das ist auch das Beste, was mir passieren kann, wenn beide überleben. So, das ist eine... Oh, Bruder Pina. Ah, da sind sie ja schon. Ah, hier, Rallus Odil. Anthus Odil. So, gehen die jetzt auch selber rein? Ja, gehen beide selber hin. Dann werde ich mal warten, bis sie selber reingehen. Also, es kann, wie gesagt, sein, dass einer von den beiden oder sogar beide in dieser kleinen Nebenquest hier sterben. Das wäre allerdings nicht so toll, weil dann würde meine Belohnung wesentlich schlechter ausfallen. Aber in meinem Fall haben beide überlebt, also kriege ich auch die beste Belohnung von ihrem Vater jetzt gleich. Ihr werdet auch gleich sehen, was das ist. Ihr seid zurück und ihr habt meine Söhne mitgebracht. Wie wundervoll. Ja, und die Kreaturen, also diese Goblins, sind vernichtet. Widerliche Bestien. Sie haben es verdient, dass ihr sie zur Strecke gebracht habt. Ja, würde ich auch sagen. Also, deinen Söhnen geht es beiden gut, auch wenn die Textbox was anderes erzählt hat, es sind beide am Leben. Meine Söhne sind heil zurück. Oh, vielen Dank. Habt vielen Dank, dass ihr ihnen beigestanden und einem alten Narren geholfen habt. Bitte, nehmt dies. Ich brauche es nicht mehr. Meine Schlachten sind vorbei. Ich plane, den Rest meiner Tage in Ruhe und Frieden auf dem Hof zu verbringen.
frierendes Schwert hinzugefügt. Quest beendet das Feld des Todes. Ist das nicht nett? Also lebt wohl. Lebt wohl. Schön, dass ich helfen konnte. Ist mir ein Vergnügen. Okay, die haben jetzt eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Tag. Außer Gerüchte. Lebt wohl. Na, das war's ja dann. Gegrüßt. Da war eine relativ kurze Quest und... Oh, jetzt gehen hier auf einmal ganz viele Wachen spazieren und es macht auch nichts, denn im Schloss erwartet mich gleich meine nächste Nebenquest hier in Koroll. Ja, also ich habe jetzt gerade eine verzauberte Waffe bekommen. Das frierende Schwert. Gar nicht mal so schlecht. Das ist nämlich auch wieder, glaube ich, eine levelabhängige magische Waffe, weil es ist oft so, wenn man irgendwelche magischen Gegenstände in dem Spiel bekommt als Questbelohnung, richtet sich die Angriffskraft von Waffen oder die Effekte von magischen Gegenständen halt nach meinem Level. Das frierende Schwert ist jetzt eine einhängige Klinge. Ich glaube, das ist auch ein... Genau, das sieht aus wie ein... Wie ein blaues Vulkanglas-Kurzschwert. Oder ist es ein Langschwert? Ne, es sieht eher aus wie ein Kurzschwert, aber hat eben in meinem Fall den Effekt Eisschaden 13 Punkte auf Treffer und Anfälligkeit für Eis 25% für 20 Sekunden auf Treffer und kann 80 Mal benutzt werden, bis es die magische Kraft verliert. Gar nicht mal so schlecht. Ist sogar vom Angriffswert her gleichgestellt mit meinem Elfenlangschwert, wiegt aber deutlich weniger. Tja, jetzt ist halt die Frage, und seht mal, jetzt steht hier Benutzungen 0 bei meinem Elfenlangschwert. Also ich meine, ich kann es natürlich noch weiterverwenden, ich kann natürlich schon noch zuschlagen damit, aber der Feuerschaden ist halt jetzt weg. Es sei denn, ich würde es jetzt nur aufladen lassen, oder... Ja, Moment, ich will jetzt sowieso noch nicht direkt zum Schloss, einen Moment. Ich will auch jetzt erstmal meine Beute verkaufen, die ich von den ganzen toten Goblins gekriegt habe, aber... Ja, wie gesagt, die Nebenquest ist trotz des Patches, den ich verwende, immer noch verbuggt. Darum hat sich keiner wirklich gekümmert. Der Typ hat ganz andere Sachen gesagt, als wie der Text irgendwie nicht ihm dazu gepasst hat. Er hat zum Beispiel gesagt, er würde mir sein Pferd überlassen. Hat er aber gar nicht. Er hat mir nicht sein Pferd gegeben, was er scheinbar eh nicht besitzt, sondern eben dieses frierende Schwert. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Kurzschwert und kein Langschwert, aber das ist nicht so tragisch. Gut, ich gehe jetzt, wie gesagt, erstmal hier zu Feuer und Stahl und verkaufe. Schönen Tag. Ja, gleichfalls. Lass uns handeln. Oder, nein, Moment. Lebt wohl. Ich mache jedes Mal denselben Fehler. Ich verstehe nicht, warum ich mir das einfach nicht merken kann. Es tut mir wieder mal leid. Und zwar, erstmal bevor ich was verkaufe oder irgendwie so, dass ich überhaupt mal alles repariere, was ich dabei habe. So, ist doch besser. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Ja, das wissen wir schon. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ja. So, Feilschen. Handelsgeschick-Experte, aber Stimmung von ihr immerhin 95. Schauen wir mal, was ich raushandeln kann. Vielleicht wieder, naja, verkaufen 60% wird bei ihr, glaube ich, nicht funktionieren, oder? Schauen wir mal. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Leider nicht. 58? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich dieses Angebot annehmen kann. Eigentlich schon. 55, verkaufen bei 55% des Wertes. Ihr glaubt doch nicht... Oh Mann, ey. 52%. Das geht, okay. Na, es ist noch sehr schwierig hier zu feilschen. So, Silberstreitkolben weg. Ein gutes Geschäft. Stahlstreitaxt, Stahlstreitkolben. Stahldolche. Das frierende Schwert werde ich mir aber auf jeden Fall behalten. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle. So, den Dwemerschild brauche ich nicht. 111 Gold. Ein exzellentes Geschäft. Und drei Lederschilde. Gut, ansonsten... Silsteine, ja gut, die drei Dietrich, die brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe, wie gesagt, meinen Skelettschlüssel und den werde ich nie und nimmer verkaufen. Auf keinen Fall. So, beenden. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Was kann ich bei dir trainieren? Auf zum Training. Ach so, Waffenschmied. Ha! Ihr habt euer Trainingslimit für eure momentane Stufe erreicht. Auf allem, na gut, Geselle, das stimmt auch wieder. Würde also gehen, aber... Schönen Tag. Macht nix. So. Ich will es mir aber lieber sparen, einen Valorstein zu verschwenden, um mein verzaubertes Elfenlangschwert jetzt irgendwie wieder aufzuladen. Stattdessen kann man ja auch einfach zu einer Magiergilde hier gehen.
weil in jeder Gilde gibt es immer eine Person, die magische Waffen aufladen kann. Und die suche ich jetzt gerade. Hallo. Ja, hallo. Die Chaos, den kennen wir ja schon. So, weiß nicht, bist du das vielleicht sogar? Einen wunderschönen guten Tag. Nee, du nicht. Schönen Tag. Du vielleicht. Einen wunderschönen guten Tag. Auch nicht. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Irgendwo muss es ja jemanden geben. Hallöchen. Ist denn hier niemand? Wo seid ihr denn alle? Noch weiter oben vielleicht? Pennt ihr alle noch? Das kann ja gar nicht sein. Das gibt's doch nicht. Wo sind die denn? Da waren doch noch mehr Leute. Kann ja nicht sein, dass es hier nur die, drei Leute gibt. Da gab's doch noch mehr. Da gab's doch zumindest noch ein oder zwei weibliche Mitglieder. Wo sind die denn? Oder sitzen die gerade beide auf Toilette, hä? Kann ich mir nicht vorstellen. Sowas gab's doch damals nicht mal wirklich, ne? Hier die Aborte, wie sie früher genannt wurde. Ist ja furchtbar. Vielleicht im Keller? Gehen die zum Lachen in den Keller? Scheinbar nicht. So, was haben wir denn hier? Ein paar leckere, saftige Erdbeeren. Nee, die Schüssel will ich nicht nehmen. Da muss man immer aufpassen, wenn man sich was aus so einer Schüssel rausnimmt, dass man nicht braune Schüssel hier stehen, aber sonst nimmt man die ganze Schüssel mit und das will ich eigentlich nicht. Ah, starker Heiltrank und ein Krankheitsheilungstrank ist doch auch toll. Darf ich mir, wie gesagt, alles mitnehmen? Fackel, eine Alkanet, Blumenspitzhacke brauche ich eher nicht. Was haben wir hier noch drin? Drei Goldmünzen. Schreibtisch, der agonische Berichtbuch 2 habe ich, glaube ich, schon. Gut, Kürbisse und so, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber hier vielleicht Mais und Salat. Da ist nichts drin. Aber wo stecken die anderen denn? Hier, der zum Beispiel. Ich bin Alberic Litte. Das weiß ich. Du kannst es auch nicht machen, aber bei dem könnte ich Zauber kaufen. Was darf ich euch anbieten? Allerdings größtenteils fast nur Beschwörungszauber. Abgesehen jetzt mal hier vielleicht von Fernmanipulation oder von Verteidigen. Feilschen. Okay, das geht eh schon. Ne? Verteidiger, gib mir das mal. Der Rest ist mir eigentlich egal. Beehrt uns bald wieder. Ja, natürlich. Ich bin bereit. So, nee, du bist nicht bereit. Wiedersehen. Sieh sich einer dieser Muskeln an. Ja, kannst du mal sehen. Wo hieß das sonst niemand? Was soll denn der Blödsinn? Na, dann leck mir doch. Aber wirklich, wieso? Will hier niemand? Ich hoffe ich. Ich verstehe das nicht. Einen wunderschönen... Normalerweise müsste es bei einem zumindest dieses Symbol fürs Aufladen geben. Aber hier irgendwie gerade nicht. Du? Ich hoffe ich... Du machst das doch auch nicht, na eben. Seht euch vor. Ja, seh du dich lieber vor. Na gut, dann pfeift drauf. Soll's mir doch egal sein. Ich habe jetzt sowieso mein frierendes Schwert mal ausgerüstet. Gut, es ist schon wieder nicht mehr so viel Zeit übrig. Oder jedenfalls nicht so viel eingeplant. Aber ich werde trotzdem ins Schloss gehen, weil auch dort bekomme ich eine Nebenquest. Man bekommt zwar leider nicht unbedingt in jedem Schloss, in jeder Stadt eine Quest, aber hier schon. Ah, Athletikfertigkeit verbessert, schön. So, hier haben wir gleich mal Leibwächter der Gräfin. Der Leibwächter der Gräfin ist ein Bogenschütze. Ah ja. So, wen haben wir hier noch? Hlidara Mutril. Eine Krollwache. Ja. Castor Skrebonia. Leith Wavrich, dem habe ich ja den Schild zurückgebracht. Und hier sitzt die Gräfin selber. Und mit der werde ich jetzt doch sprechen, höchstpersönlich, mit Gräfin Ariana Valga. Sehr erfreut, euch zu treffen. Ich bin Gräfin Valga von Koroll. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten, aber ich führe gerade eine Untersuchung durch. Eine Untersuchung?
Interessant. Ich werde sie mal ein bisschen befragen, ob sie Gerüchte kennt. Wie konnte aus einem Dunkelelf Graf Chardinal werden? König Helseth und Baren Zier haben großen Einfluss. Und Helseth und Indaris sind Freunde. Versteht ihr? Ah, gut zu wissen. So, was kann ich von dir über Koroll erfahren? Wir sind ein Bergvolk, zäh und unabhängig. Koroll ist voller Minen und Holz, Wolle und Hammel und hart arbeitende Menschen. Ah ja, na gut. So, die kann mir sogar was über den Lordkanzler Okato sagen. Als Vorsitzender des Ältestenrats ist Lordkanzler Okato für die Übergangszeit praktisch Herrscher über das Kaiserreich. Ja, aber nur in Vertretung, bis ich mich endlich mal irgendwann wieder um die Hauptsache kümmert und kauft ein Haus in der Stadt? Wirklich? Da steht ein sehr hübsches Haus direkt am zentralen Platz zum Verkauf. Ihr werdet in Cyrodiil kaum ein schöneres Haus zum Verkauf finden. Boah, 20.000? 20.000 Goldstücke seid ihr verrückt, aber ich glaube, wenn ich das sagen würde, würde ich ihre Stimmung ganz schön runterdrücken. Ich sag lieber ein andermal vielleicht. Das ist wirklich schade. Ich habe mich so darauf gefreut, dass ihr in der Stadt wohnt. Ja, es ist nicht so schlimm, also ich kann mir das Haus immer noch später kaufen. Aber ey, 20.000 Gold, also ich meine, ich könnte es mir ja leisten, aber... Nee, das mache ich ganz spät erst im Spiel, wenn es sich wirklich lohnt. Also, was ist das jetzt überhaupt hier für eine Untersuchung? Ihr seid wohl recht vertrauensselig. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Es sieht so aus, als hätte man mir ein Erbstück gestohlen, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bitte euch, mir zu helfen, ein gestohlenes Gemälde wieder zu beschaffen. Es handelt sich um ein Porträt meiner verlorenen Liebe, des Grafen Valgar, und es wurde aus meinem Schlafgemach entwendet. Wenn ihr es schafft, das Gemälde zu finden und den Dieb zu überführen, so sollt ihr angemessen entlohnt werden. Was sagt ihr? Klar doch. Sehr gut. Ich schlage vor, ihr beginnt jetzt mit der Beweisaufnahme. Und ich warne euch, beschuldigt nicht den Falschen, sonst werde ich sehr ärgerlich mit euch. Hier habt ihr einige Schlüssel. Damit kommt ihr auch in die gesperrten Teile von Schloss Koroll. Quest angefügt, durchsucht das Schloss. Schlüssel für Schloss Koroll hinzugefügt. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Beschuldigen. Wenn ihr genug Beweise gefunden habt, sprecht den Verdächtigen darauf an und wartet, ob er gesteht. Krümmt ihm kein Haar. Der Dieb soll sich vor Gericht verantworten. Ah, jetzt darf ich tatsächlich ein bisschen Detektiv spielen. So, ich frage jetzt nochmal hier wegen dem gestohlenen Gemälde. Das Porträt ist das einzige Erinnerungsstück, das ich noch vom Grafen habe. Viele einsame Nächte habe ich in der Hoffnung verbracht, dass meine Worte gehört würden und nicht nur auf leblose Farbe und Leinwand treffen. Schon irgendwie traurig. Ich meine, man sieht auch, sie ist schon relativ alt. Also ist Emanuel schon etwas früher gestorben. Okay, also hier, sammelt Hinweise. Am besten sprecht ihr mit den Burgbewohnern. Wenn ihr alle befragt habt, sucht nach Beweisstücken. Aha, ja, Quest aktualisiert. Gut, Burgbewohner. Chanel und Orgnolf wohnen beide im Bereich der Privatgemächer. Sie dürfen nicht nach draußen, sie sollten also leicht zu finden sein. Ihr werdet wahrscheinlich auch mit Bidnelt sprechen wollen, dem Hauptmann der Wache. Er ist entweder auf Patrouillengang in Koroll oder in der Kaserne. Außerdem solltet ihr mit meinem Majordomus Oruk Grogot sprechen. Auch er ist derzeit in den Privatgemächern. Wenn er nicht in der Burg ist, ist er vielleicht bei Nordwaren und Handel, um unsere Speisekammer aufzufüllen. Mhm. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war ich woanders und die Kammer war verschlossen. Die einzigen, die sonst noch Zugang zu der Kammer hatten und die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind die Hofmagierin Chanel und der Pförtner Orgnolf. Vergesst nicht, mit dem Hauptmann der Wache, Bidnelt, mit meinem Majordomus Oruk Grogut und mit meinem Herold Leith Wafrik zu sprechen. Gut, na das sind jetzt ziemlich viele Personen, die ich befragen kann, aber okay, das werde ich machen. Viel Glück bei der Untersuchung. Ja, danke. Aber Freunde, das alles und noch viel mehr, ja, hier hätten wir zum Beispiel schon mal Orgnolf. Also es scheint, als würde sich das Ganze ein bisschen auf Orgnolf und Chanel konzentrieren, aber es ist noch nicht alles sicher. Erstmal habe ich noch gar keine Hinweise gesammelt, ich darf niemanden einfach so beschuldigen, weil sonst gibt es Saures, das wäre nicht schön. Und ja, im nächsten Part werde ich mich halt mal an meine Detektivarbeit machen und werde Hinweise sammeln, wo denn dieses gestohlene Gemälde sein könnte und wer überhaupt der Täter ist. Also, das und noch viel mehr im nächsten Part meines Oblivion Let's Plays. Wieder mal danke fürs Zusehen und macht's gut, Freunde. Tschüss!